Wow, so glamourös haben wir die schwedischen Royals schon lange nicht mehr gesehen. Auch im Palast kehrt allmählich wieder der Alltag ein, der durch Corona verloren gegangen war, und die Royals zeigen sich wieder bei verschiedensten Events oder Galas. Bei einem Bankett im Stockholmer Schloss zeigen sich vor allem Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel super edel. Victoria hat dabei in diesem Traum von Blau von Jennifer Blom wohl alle Blicke auf sich gezogen. Wie eine Eisprinzessin strahlt sie in einem bodenlangen Kleid mit kurzen Ärmeln, hohen Kragen und Schleppe. Bereits 2017 hatte sie das Plissé-Dress an, jetzt wurde es etwas aufgepäppelt und recycelt. Dazu trägt sie kostbaren Schmuck, eine wunderschöne Krone und XXL-Halskette sowie Broschen und Ohrringe. Welchen Wert diese Juwelen haben, lässt sich nur erahnen. Ihre Haare trägt sie streng und dezent nach hinten und stellt somit die Schmuckstücke noch mehr in den Fokus. Aber auch der Auftritt von Prinzessin Sophia und Prinz Karl Philipp kann sich wirklich sehen lassen. Die Prinzessin zeigte sich in einer eleganten roten Robe von Zetterberg Couture, die ebenfalls mit einer Schleppe versehen war. Bereits 2018 trug sie das Dress zur Nobelpreiszeremonie. Ihre Haare trägt sie zurück, die vordersten Strähnen hängen ihr ins Gesicht. Mit der Krone sieht Sophias Look einfach perfekt aus. Was für ein toller Auftritt von der schwedischen Thronfolgerin und ihrem Mann sowie von Prinzessin Sophia und Prinz Carl Philipp.